Wo sich sonst Fuchs und Hase gute Nacht sagen, herrscht seit dem Wochenende rege Betriebsamkeit. Auf einem Feld im Delitzscher Ortsteil Behrendorf ist ein US-Armee-Hubschrauber notgelandet mit kaputtem Getriebe. Seitdem pilgern immer wieder Schaulustige hin, machen Fotos und reden ungezwungen mit den Soldaten vor Ort. Ja, auf jeden Fall. Wir haben gehört, dass hier ein Hubschrauber, also ich habe es über Facebook gelesen, dass hier ein Hubschrauber notlanden musste. Und eigentlich haben wir gedacht, dass der schnell wieder weg muss, aber sind natürlich jetzt froh, dass er noch da ist und wir uns das mal live anschauen können. Ja, wann hat man das mal, dass man so einen Hubschrauber live sehen kann? Untergebracht und verköstigt wird der Reparaturtrupp vor Ort von der Unteroffiziersschule des Heeres in Delitzsch. Zum Stand der Reparaturarbeiten sagte uns Oberst Romanus Cecic. Bis jetzt wurde von dem kaputten Teil quasi alles getrennt, alle Verbindungen, Schrauben gelöst, so dass das kaputte Teil quasi nur noch entnommen werden muss, um das neue Teil einzusetzen. Ende der Woche soll der Army-Hubschrauber dann wieder abheben. So lange dürfte er weiter ein attraktives Ausflugsziel für eine Menge Neugierige sein.